gerade angekündigt. Ich sag's noch mal gerne. Heiko Maas, Abteilungsleiter Immobilienkunden Inlands, gewerbliche Investments, langer Titel, der LBBW. Ja? Ja. Also einer der Finanzierungsexperten. Wir haben es eben schon Herrn Lehner gehört. Es gibt wieder, je nachdem, wo man investiert, auch natürlich Möglichkeiten, teilweise zu leveragen, je nachdem, welche Nutzungsart man ist. Aber ich fange so ein bisschen an. Natürlich sind wir gerade heute im Jahr der großen Herausforderung, wenn man sagt. Wir haben sozusagen die Auswirkungen der Corona-Krise gehabt. Wir haben den Angriffskrieg von Russland auf die Ukraine zu arbeiten. Wir haben hohe Inflation. Ja, wir haben die steigenden Zinsen. Der Transaktionsmarkt ist dadurch, wenn man den Marktteilnehmer hier fragt, natürlich teilweise mal liegen gekommen. Ja. Kann man auch an den Zahlen ablesen. Genau. Wie ist da Ihre Einschätzung? Oder was nehmen Sie so wahr? Banken haben ja meistens am Schlüssel der Zeit sozusagen. Ne? Was ist also es war extrem ruhig, das erste Quartal, müssen wir wirklich konstatieren. Das neue Geschäft, was wir im ersten Quartal abgeschlossen haben, war viel aus dem letzten Jahr noch, aus 2022, was man mit hin rübergenommen hat. Aber auch wir merken, dass zumindest das reine Neugeschäft aus der Transaktion, also Käufer und Verkäufer einigen sich und brauchen in der Regel immer ein bisschen Fremdkapital, dass diese Anfragen fast zum Erliegen gekommen sind. Womit wir uns mehr beschäftigen, sind eher die Investoren, die mal die Idee hatten zu verkaufen und jetzt eher fragen, können wir nicht in der jetzigen Marktsituation eher abwarten, vielleicht noch die ein oder andere Indexierung von gewerblichen Mietverträgen mitnehmen, um dann perspektivisch in 3 oder 5 Jahren zu verkaufen. Diese Kunden begleiten wir natürlich auch sehr gerne, die bestehenden Finanzierungen auch zu verlängern. Aber Sie haben vollkommen recht, das klassische Transaktionsgeschäft und wie gesagt, man sieht es auch an den Zahlen der unterschiedlichen Maklerhäuser, ist quasi zum Erliegen gekommen. Oder, und das Sie haben es auch genannt, eben einen der schwarzen Schwäne, was ganz wichtig ist am Ende, nämlich Fremdkapital oder Eigenkapital, da kommt der Markt zum Erliegen, ist halt die Höhe des Zinssatzes. Da kann es natürlich auch durchaus sein, die ein oder andere Transaktion, von denen wir zumindest gehört haben, die sogenannte All-Equity zunächst gekauft werden von institutionellen Investoren, und wo man dann vielleicht erst im halben, Dreivierteljahr oder in einem Jahr dann über eine Fremdfinanzierung nachdenkt, aber zum aktuellen Marktumfeld eher weniger. Sie haben ja schon gesagt, man sieht kaum Transaktionen, aber so ein gewisses Neugeschäft haben Sie ja vermutlich gemacht in den letzten 4 Monaten. Also wir haben jetzt ja gerade 4 Monate von 2023 vorbei, vielleicht auch so mal in Bezug auf Nutzungsarten. Also was machen Sie noch oder was haben Sie jetzt noch gemacht? Also wir haben unser größter Anteil in unserem Portfolio ist das Thema Wohnen und Büro. Und das sind im Wesentlichen auch noch die Assetklassen, die funktionieren, beziehungsweise da, wo die Kapitalprolongationen stattfinden, auch wenn tatsächlich weniger Transaktionen sind. Und bei Wohnungsunternehmen halt die Bestände, die irgendwann zwangsläufig in die Refinanzierung müssen, bei guten Bonitäten. Klar, die Refinanzierungskosten für die Unternehmen sind gestiegen, aber Fremdkapital wird natürlich unverändert benötigt und ich kann einfach nicht alles All-Equity machen. Gerade bei den großen Bestandshaltern, die haben immer einen Refinanzierungsbedarf und müssen halt den höheren Zinssatz, für den wir am Ende ja auch nichts können, akzeptieren und müssen ihn dann am Ende auch mit berücksichtigen in der Kalkulation. Von daher ist auch im Rahmen der Finanzierungslandschaft der Augenmerk wieder ein bisschen anderer geworden. So in den letzten 10, 12 Jahren bei Null- und Negativzinsen war eher die Diskussion immer, welchen LTV, also welches Verhältnis Marktwert zum Kredit seid ihr bereit zu finanzieren. Das ist jetzt schon fast eher so ein Nebengeräusche. Das Hauptaugenmerk liegt für uns als Bank eher auf der sogenannten Kapitaldienstfähigkeit. Also was ist denn die Immobilie in der Lage, an Zins und Tilgung zu erwirtschaften? Und danach bemisst sich jetzt eher der Fremdkapitalbedarf oder die Fremdkapitalhöhe als in der Vergangenheit. Aber sind Sie als Bank noch vorsichtiger geworden oder sehen Sie das in der Branche auch? Es gab ja immer schon, die Beladungsausläufe waren ja immer niedriger oder man hat ja schon deutlich auch vor der Zinswende gesagt, wir müssen das Risiko ein bisschen rausnehmen. Oder nehmen Sie heute oder können Sie heute auch höhere Margen nehmen oder höhere Risikoaufschläge? Hat sich da in den letzten Monaten was verändert zum Geschäft vor der Zinswende? Also es hat sich schon was verändert, nehmen wir auch wahr. Die Diskussion, was ich eben schon andeutete, das Thema der Kapitaldienstfähigkeit. Also wenn ich die Mieten auch mal stresse, mal sensitiviere, welche Mieten könnte ich in der Nachvermietung eventuell durchholen? Das Thema Corona, mobiles Arbeiten, Desk-Sharing, welchen Raumbedarf habe ich zukünftig als Corporate-Kunde vielleicht noch, ist, glaube ich, noch gar nicht im Markt angekommen. Wir hören viel von Untermietverträgen, dass das jetzt immer mehr kommt. Das müssen wir versuchen, zumindest mal auch zu analysieren und zu sensitivieren. Also die Diskussion führen wir schon. Ich glaube, was jetzt noch mehr in den Markt drückt, ist eher dieses Thema ESG, grün. Ich will mal ein bisschen in der Farbenlehre bleiben, auch wenn dem nicht gerecht wird, und braun.
Also da sehe ich eher Druck auf den Markt und das ist das, was wir auch sowohl auf der Marktseite, aber auch mit dem Risikomanagement immer mehr diskutieren. Wie gehen wir denn mit diesen Immobilien um, wenn sie denn keine Story haben? Also wir sind gern bereit, im Rahmen eines sogenannten Transformationskredites den weiteren Prozess der Immobilie in dem Lebenszyklus auch zu begleiten. Entsprechende Finanzierungsmittel auch dann zur Verfügung zu stellen, um diese Immobilie in den neuen Zyklus zu überführen. Aber wie gehen wir mit Immobilien um, wo es keinen Businessplan, wo es möglicherweise sich auch nicht rechnet, weil in der B-, C-, D-Lage oder D-Stadt, wo ich einfach gar nicht so hohe Mieten durchholen kann, wie gehe ich dann mit diesem Thema am Ende um? Und die Diskussion, die führen wir schon, aber unabhängig jetzt des Themas Zinsen und Inflation, sondern die wird natürlich jetzt noch augenfällig. Okay, noch eine Frage zu Ihrem bestehenden Kreditbuch. Gibt es da, oder wie sind da die Auswirkungen der Zinswende? Also ich denke gerade auch so Thema Bewertung zum Beispiel. Gab es da neue Bewertungen oder Kreditereignisse? Also wir haben ja ein bisschen mehr Zeit, tatsächlich jetzt uns auch aktiv mit den Beständen auseinanderzusetzen. Von da analysieren wir schon die Bestände sehr intensiv und versuchen das Portfolio ein Stück weit, wie heißt es schön, zu stressen. Also was passiert, wenn die Marktwerte sich verändern? Wir haben in unserem Portfolio einen durchschnittlichen LTV von 53%. Von da fühlen wir uns der sehr kommod, auch wenn wir natürlich davon ausgehen, dass aufgrund der Marktveränderung der LTV rein technisch zumindest ansteigt. Sehen aber hier zumindest für die Bank kein großes Risiko auf uns zukommen. Gucken natürlich auf die Thema der Kapitaldienstfähigkeiten, gucken schon mal auf die Ausläufe des Portfolios in 2024 oder 2025. Um dann aktiv das Portfolio auch anzugehen und vielleicht auch aktiv in den Dialog mit den Kunden dann zu treten. Wenn du mal nachgefragt zum Thema ESG, weil es gestern auf dem Ziel ja auch ein Thema war, da wurde auch gesagt, wenn man braune Immobilien oder nicht ESG-konforme Immobilien, da wird die finanziell sehr teuer. Wann glauben Sie, wird das im Markt auch so stattfinden? Bisher gibt es ja noch, also je nach Investitionsstau oder nicht, aber bisher gibt es ja keine großen Abschläge, oder? Auf eine Finanzierung. Also Abschläge können wir zumindest auch noch nicht erkennen. Das ist vollkommen richtig, weil das Rating-Modul, was wir nutzen auch aus dem Sparkassenverband, unterscheidet momentan auch tatsächlich noch nicht, ist es grün oder ist es braun. Also ich habe die gleiche Rating-Note, unabhängig der ESG-Konformität oder nicht. Aber das ist auch ein Trugschluss, das wird ja kommen. Und in der Regel kommt es dann, wie bei einer Steuererklärung, rückwirkend zum 1.1., auch wenn sie im September sind. Also von da Vorsicht an der Bordsteinkante, sage ich da mal zu Recht. Da müssen wir schon sehr aktiv gucken. Und es ist am Ende, ich glaube nicht zwingend daran, dass es teurer wird. Ich glaube, die Verfügbarkeit wird eher ein Thema werden, dass Banken sagen, will ich nicht, kann ich nicht, darf ich nicht. Auch wir haben ja so eine Green Asset Ratio, die wir erfüllen müssen gegenüber den Aufsichtsbehörden, die wir schon seit 2-3 Jahren reporten. Aber aus einer Reporting-Verpflichtung wird ja irgendwann auch mal ein Malus-System. Und da sind die Banken gut beraten, dass sie ihr Portfolio auch schon jetzt mit der Perspektive nach vorne raus dahin entwickeln. Und von daher, ich glaube, das wird nie eine Frage des Preises sein, sondern eher der Kapitalverfügbarkeit. Gut, letzte Frage, aufgrund der Zeit auch. Thema Zinsen. Ja, wir haben ja den Experten sitzen. Wo entwickeln sich die Zinsen hin? Mal einen Blick in die Glaskugel zum Schluss. Glauben Sie, dass wir noch weitere Zinssteuerung in Europa erleben werden? Die haben ja gestern die Inflationsdaten gehabt. Die waren ja in Europa, in Deutschland nicht so gut wie erhofft. Oder, ne? Also noch nicht so tief. Dafür in den USA deutlich davor, auch schon unter 5 schon. Was ist da Ihre sozusagen Prognose oder die Prognose Ihres Hauses, muss man immer fragen. Ne? Also Prognosen ist immer schwierig. Ne? Dafür haben Sie einen Chefvolk, der sowas macht, oder? Auch der hat am Ende nicht die Glaskugel, sondern kann ja nur die gesamtwirtschaftlichen Rahmendaten. Aber Sie können die Verantwortung abgeben. Werden. Ich glaube, man muss immer unterscheiden, das kommt mir ein bisschen zu kurz, zumindest in der Immobilienwirtschaft, was die Zinsentwicklung betrifft, zwischen kurzfristig und langfristig. Ja. Und wenn man sich die Zinsstrukturkurve anguckt, merken wir ja, dass wir mittlerweile invers sind. Also die kurzen Zinsen sind extrem teuer. Warum sind sie teuer? Natürlich, um die Inflation zu dämpfen. Deswegen hat die Europäische Zentralbank ja auch jetzt gerade in der letzten Woche die Zinsen nochmal 0,25 angezogen. Aber wir merken, am langen Ende hat das zumindest noch wenig Effekt. Das heißt, unsere Investoren, die in 5, 7 oder 10 Jahren denken, können teilweise günstiger refinanzieren als am kurzen Ende. Solange die Inflation so hoch bleibt, wird dieses Thema der Zinsen, sie bleiben so hoch, sie werden auch so hoch bleiben. Wir werden eine Seitwärtsbewegung sehen, mit Sicherheit die nächsten 1 oder 2 Jahre. Ich würde mal nicht davon ausgehen,
wie heißt immer schön im Fußball, hieß es das Sommermärchen damals 2006, dass wir von einem Sommermärchen 2024 oder 2025 sprechen, in der Hoffnung, die Zinsen gehen nach unten und der Markt bricht wieder vollkommen auf. Ich glaube, wir werden uns irgendwann mit dem sogenannten New Normal auseinandersetzen müssen, dass das Zinsniveau irgendwann auch sich in den Marktpreisen wiederfindet und wir mit den Zinsen eine Zeit lang zumindest auch leben müssen. Herr Maas, herzlichen Dank. Sehr gerne. Und vielen Dank. Genau, viel Erfolg auf der Messe weiterhin. Ja. Vielen Dank. Dankeschön.